Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ha, in der letzten Folge haben wir unseren ultimativen Z-Krieger erstellt. Ja, ist ultimativ, es gibt keinen, der ihn übertrifft. Und, ja, einige werden jetzt, nachdem ich das letzte Mal gesagt habe, ich tue meinen Charakter nochmal erstellen, hier keinen Unterschied sehen. Das liegt aber daran, weil es keinen gibt. Ja, ich habe nochmal den Charakter erstellt und habe irgendwie... ja, keine bessere Haarfarbe gefunden. Deswegen rede ich mir einfach ein, dass das hier sehr dunkles Braun ist. Ihr seid ja auch nur, man erkennt es irgendwie nicht wegen den Schatten, finde ich. Aber sonst sieht er eigentlich genauso gleich aus wie vorher. So, das Blöde war aber, dass ich den Kampf nicht nochmal neu machen konnte. Das heißt, ich habe kein Level Up mehr. Ah, und auch kein S-Rang. Was soll das? Okay, ich habe übrigens noch keine Miss... obwohl doch, ich habe gespeichert, weil... als ich weggegangen bin, musste ich meinen Charakter löschen und da waren noch ganz viele andere Slots, die ich aber nicht belegen konnte, weil er irgendwie gesperrt stand. Muss ich wahrscheinlich irgendwie halt Spiele spielen oder so. So, was mich hier schon die ganze Zeit wundert, was sind die hier? Das sind so Frösche, in die Ginyu verwandelt wurde. Übrigens, ich kann springen mit Kreis. Was? Cool. So, ich bin jetzt gerade nicht online, das werde ich aber irgendwann auch machen. Da ist die Karte, nehme ich an. Und ja, ich weiß schon gar nicht mehr, was Trunks von mir wollte. Ich soll mit ein paar Leuten reden, ne? Tokidokischheit hat ein Zeitfilter, eine Industrie. Ach, das hast du das letzte Mal gesagt, genau. So, dann gucken wir uns mal an, was das Spiel zu bieten hat. Du siehst aus wie, kann ich irgendwie so Ego-Perspektive gehen? Anscheinend nicht. Okay. Kurt und Freezer waren mächtige Mutanten, angefüllt vom Bösen. Aber aus Freezers Clan sind nicht alle böse, nur glauben das nicht viele. Okay, wer weiß es. Schenk mir Kekse. Cloak, du hast ein Fragezeichen im Kopf. Ich nehme an, das ist sehr, sehr, weiß ich nicht. Ja. Mein Spezialscouter misst deine Stärke. Mal sehen, du bist so schwach. Was suchst du überhaupt hier? Das alles Charaktere, die erstellt worden sind von anderen Leuten? Nee, glaube ich nicht. Das ist zum Beispiel nicht. Putzen, putzen, putzen macht Spaß. Ah. Clean all the trash for almost no cash. Alter, da ist so ein Ohrwurm. So, Cloak, du siehst aus, als wärst du von Dingens. Hey, da ist der Weltkampf. Geil. Direkt schon wieder abgelenkt. Lokaler Kampf NSC, okay. Mit zwei Controllern kannst du lokalen Versus Mode spielen. Du wirst benachrichtigt. Okay, ja. Ich kenne aber niemanden. Hier geht's um den Weltkampf. Wir sind noch nicht ganz so weit. Ja, okay. Weltkampf ist eine Stärke. Bla bla bla. Sollten wir irgendwo weiter was machen? Was hast du denn zu sagen? Oh, du bist also der Krieger, den Shenlong gerufen hat. Es kursieren Gerüchte, dass du ein Spezial-Elite-Mitglied bist. Das hatte ich nicht erwartet. Menschen sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen. Ich bin aber kein Mensch. Ich bin Saiyajin. Ich bin auch Zeitsoldat, also bin ich dein Vorgesetzter. Haha! Sollst du irgendwas brauchen, komm zu mir. Ich bringe dir bei, was es heißt, ein Zeitsoldat zu sein. Okay. Jetzt mach mich nicht wieder hier. Verrückt, ich bin noch ein Saiyajin, ne? Der macht mich hier noch voll irre. Ja, ich kann meine Farbe von den Klamotten ändern, aber ich kann nicht meine Reste oder so ändern. Warte mal, da oben rechts habe ich irgendwie so ein Zeichen. Eine Vorstellung für deinen Charakter. Ach, das hat man schon. Kann ich nicht irgendwo Dingens hier gucken? Nahkampf, Angriff, Einsatz 87%. Okay. Warte mal, umblättern. Ja, ich weiß. Ich guck mich hier noch sehr langsam um. Spielerliste, ja, kann ich nicht machen, ich bin schon online. Werde ich mal irgendwann machen. Warte mal, ich habe doch Ausrüstungsliste. Ich meine, das rote sind Saiyajins, ne? Ich bin Saiyajin, ich werde schon ein Saiyajin sein. Dass ich mich in der Hektik irgendwie hier geirrt habe, so. Er bringt mir also was bei, wenn ich Fragen ab, okay.
bist du denn? Es wäre, wenn du bei Shenlong 1000 Wünsche wünschen würdest. Sollte ich mal versuchen, ob Shenlong wahnsinnig werden würde? Sehr gut. Würde ich sowieso immer ausprobieren, wenn ich irgendwie so was hätte. Zur Auswahl. Ja. Erdlinge und Saiyajins genießen immer ihr Essen. Namekianer müssen nur Wasser trinken. Ich bin neidisch. Ach, du bist Namekianer, stimmt. Du halt in lila Purpur. Wir Zeitsoldaten schützen den Zeitfluss und leiten ihn auf den richtigen Weg. Wir kümmern uns um Bösewichte, die die Geschichte stören wollen. Wir brauchen Kraft, um sie zu bekämpfen. Deshalb trainieren wir oft. Okay, Raumzeitzustellung. Okay. Komm, beim Raumzeitzustellungen ganz andere Geschenke schicken oder welche erhalten. Wir haben momentan noch geschlossen, aber komm bald wieder. Okay. Wir sind alle von so einem Plotschild hier protected. Oh. Kann er wechseln? Okay. Ich dachte, ich konnte mich nur da bewegen. Aber stimmt, der hat ja gesagt, wir sind mehrere. Oh. Distrikte. Meine Güte, das ist ja echt so online ausgelegt. Ich sollte echt online einstellen, habe ich so früher. Hallo. Du siehst merkwürdig aus. Neuling, willst du beim Teilkommando mitmachen? Bisher bin ich alleine. Okay. Du kannst dich mit bis zu 3 Spielern zu einem Team zusammenschließen. Teamregistrierung ist momentan nicht verfügbar, ich weiß. Hey, ich kann ja nichts machen, Mann. Aha. Ich springe drauf. Geht nicht wahr. Ich will versuchen, diesmal online zu gehen. Oh, ich kann nicht mal springen. Ach, hier haben wir auch noch was. Was? Einfach genau gegen die Wand. Ah, weiß nicht. Passiert der kampfmäßig noch was? Ich glaube nicht, ne? Wird zu viel mit Erkunden hier zu tun haben, habe ich so das Gefühl. Okay, hier kann man wahrscheinlich irgendwo hinfliegen, nehme ich an. Mal schauen. Ah, verfolgt mich. Goma. Hm, schon wieder verlaufen. Togi-Togi-Stadt ist riesig. Das wäre das gleiche, nur andersrum. War wieder so ein Typ mit einem Fragezeichen, ja. Ich reise durch die Zeit, um Verzerrungen in der Geschichte zu beheben. Verzerrungen können Katastrophen auslösen, sei du auch vorsichtig. Okay, weiter. Bams. Schön. Oh, Wohnbereich irgendwie so. Objektladen. Lass mich rein, du hast geschlossen, ne? Wir verkaufen Sätzchen und Objekte. Wir haben geschlossen, ja. Pff. Hallo, willkommen. Wir haben geschlossen. Hm, Kate. Ich sollte Dragon Balls im Einkaufs- oder Kommunikationsbereich nutzen. Oder ich helfe Ihnen Kate schön die Zeit beim Zeitnis. Was tun? Okay, geschlagen, du hast wahrscheinlich geschlossen. Harry. ich warte die Roboter. Sag mir Bescheid, wenn sie kaputt sind. Okay. Lars oder Eis? Ja. Hm, du bist ein Fremder. Bist du ein neuer Zeitsoldat? Für den Job musst du stark sein. Kann ein Neuling wie du hast denn? Ich weiß nicht. Gib mir eine Chance, Mann. Geht das im Kostüm an? Ich weiß, wo ich meine Zeit verbringen werde. Fähigkeiten laden. Raumzeitzustellung und wieder zurück zu Trunks, nehme ich an. Okay. Aber bis jetzt kann ich noch nicht viel machen, ist klar. Noch der Anfang. Soll ich mit Kamehameha und mich schießen schon? So, Trunks, so bist du. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, okay. Ja. Du bist sicher hier, um die Zeitpatrouille zu helfen. Vielen Dank. Ich habe mir von Shenlong einen starken Helfer gewünscht. Jemand, der an meiner Seite kämpft. Komm hier entlang. Einfach nur von Shenlong erschaffen oder was? Oder geboren. Na gut. Dann zeig mal, was ich machen muss. ここが時の巣です。この場所を管理しておられる時の海王神様のお住まいと、国蔵庫と呼ばれる書物の倉庫があります。 ぜひお願いしたい仕事があるので、早速ですが、国蔵庫へ行きましょう。
Okay. Dann sag mal, was ich machen muss, was mein Job hier ist. これは終わりと始まりの章。宇宙の時間、歴史の流れ、全てが書き記された巻物です。ですが、いえ、まずはこれを見てください。 Oh. Oh, da ist einiges schief gegangen. Das sollte nicht so passieren. Meine erste Frage, wer sind diese Leute? あなたの伝え聞いている歴史とは結末が変わってしまっているはずです。俺たちの手で本来の結果に戻し、歴史の改変を直さなければなりません。あなたの力で悟空さんたちを助けてあげてください。お願いします。 Und das soll nicht schwierig sein, wenn sie mich auf den Arm nehmen. Das gerade nicht so bewegt hat. Ja, 761. That face. この崖、やめろ。はい、な。なんだと？貴様の知り合いか、孫悟空。いや、でもよ。 Na gut. 3 gegen 1. Invasion der Erde. Saiyajin Krieger Raditz. Besieger Raditz. Spieler TP Verbrauch. Okay. Ist klar. バンザイ。足を引っ張るなよ。俺の声聞こえていますよね。俺は途中から通信でサポートさせる。ああ、聞かないです。オッケー。ラディッツは本来の歴史より強く、さらに3分になっているので、悟空さんたちがとどめを刺せるよう、ラディッツを倒してください。 Bam. War mal locker fähig. 3 gegen 1, hallo. Sehr gut. Ah! Er zieht an die Hoffnung.
Weil er so einen kleinen Balken hat, sieht er aber ganz schön aus. Voll Bellmann aus der Angriff. Ah! Ja, ich kann ja bremsen, genau. Soll ich vielleicht nicht machen, während ich angegriffen werde? Komm mal her. Jetzt sind wir noch nicht tot, Mann. Sehr gut. So, oh, Rang B nur. Na gut, erster Gegner platt gemacht. Aber ja, für ein schönes Happy End gesorgt. So. Und das soll irgendwie keine Anomalien erzeugen, oder was? Also ein Typ, der mitten aus dem Nichts kommt und die Geschichte verändert. Der gleiche ist ja auch mit Trunks passiert, als, weiß ich nicht, als Cell seine Zeitmaschine und so geklaut hat. Deswegen, er hat ja auch für Anomalien gesorgt. これであとは時の海王神様に巻物をまとめてもらえば全て解決。あ、悟空さんのことなら心配いりませんよ。ちゃんとドラゴンボールで復活しますからね。それから実は歴史の改変が起きているのはあの巻物だけじゃないんです。また準備ができたら声をかけてください。お願いしますね。 Okay. Ja, ich muss ja, glaube ich, ein bisschen weitermachen, weil sonst kann ich irgendwie nichts machen in der Stadt. Deswegen machen wir mal ein bisschen was. Du kannst jetzt alle Läden im Ladenbereich nutzen. Ah, okay. Okay, so viel dazu. Planänderung. Wo ist das hier riesig? Warum ist das hier so riesig? Man hier irgendwie so was finden kann oder so Gegenstände oder irgendwas untersuchen kann. Würde mich hier mal umgucken. So, die Läden sind auf jeden Fall alle jetzt. Ich bin Level 2, okay. Mal schon sagen. Steht mein Geld überhaupt? Ach da, 579, okay. Dann gucken wir mal. Obwohl, da komme ich wieder zu Dings rein, ne? Son Goku hat mit Dragon Balls Geschichte geschrieben, aber irgendwer versucht sie zu verändern. Langsam mit Dragon Balls wünscht etwas, um den Frieden zu machen. Son Goku mit seinen Freunden errungen hat. Wünscht er dich in einen Kämpfer an der Seite. Ja, okay, den muss ich nochmal machen. Weil, ja. Den haben wir ja. Ich habe ja den Charakter nochmal neu erstellt, deswegen. Muss ich. Weil ich weiß gar nicht, warum der Kampf nicht abgespielt worden ist. Ich stand einfach vor denen und konnte mit denen sprechen, deswegen. Bisschen komisch.
Na gut, egal. Ich dachte, ich war dagegen hätte, mache ich halt aufs normal den Kampf. Aber die schaffe ich dann wieder S. Okay, du hast irgendwie was über dir. Was möchtest du ansehen? Im Kampf in Tokitoki-Stadt, okay. Unterwegs in Tokitoki-Stadt. Also Tutorial. Ich möchte mal die Läden erkunden. Ich möchte mal direkt was kaufen. Ja, was ist mir wichtiger? Kleidung oder Techniken? Nein, da war, glaube ich. Okay. Webs. Weiter nur gucken. Das ist ein Punkt, das für Dragon Balls. Du kannst es jetzt nicht benutzen, ist klar. Was kann ich eigentlich? Was kann ich eigentlich? Erstmal Elen erkunden. Ich werde mir für 500 irgendwas kaufen können, oder? Kostet also 10.000. Naja, das Spiel ist online ausgelegt, deswegen nehme ich mal an. Was kann man denn so allgemein Objekte kaufen? 17 Objekte, okay. Energiekapsel, eine kleine Kapsel mit Heileffekt. Schütt ein wenig deiner Gesundheit wieder. Ja, okay. Ich glaube, ich weiß auch, wie man die einsetzt. Ist irgendwie so was Bestimmtes. Was ist das hier? Setzseele des Zeitsoldaten. Aktiviert in Krisensituationen kurz. Was? Kurzzeitig, also keine Benommenheit bei Angriff. Okay. Mich mal hat. Dauerhaftes haben. Kostümladen. Ja, Bulmas Klamotte da links, oder? Kampfanzug, Raditz. Die für echte Kämpfer entworfen, okay. Sind da die Sachen, die ich auch schon hab? Immer gern gucken, wie die aussehen. Trainingstempel-G, okay. Ringa. Gut. So, Zubehörladen. Reisu, Scouter als Modell, Rot, Blau, Yamshus Schwert. Ah, okay. Cool. Ach so, genau der von Tenshin an. Objektladen. Laufen wir erstmal in der Aufmachung darum. Warte mal, Fähigkeiten. Da kann ja wohl nicht schaden, wenn ich mir was hole. Folgeenergiestrafe. Feuer Keks Personen in einen großen Bereich vor dir ab. Ermahnung. Schlage dich auf die Wange, um wieder Energie zu bekommen. Füllt deine Ausdauer wieder auf. Soll nicht. Kauf mal das. Dann kann man das irgendwie ausrüsten, ne? Anpassen. Ausrüstung ändern. Nein, nicht Ausrüstung. Fähigkeiten. Hier. Folgeenergiestrahl. Ja, schon irgendwie damit klar kommen. So Attribute boosten. Maximal KP. Ja. Mach mal das, oder? Warte mal nochmal. Der Effekt des Saiyajins. Je weniger KP wir haben, desto. Ach so, Explosion. Hat schon Ki und Ausdauer voll hoch. Aber bei dem war es doch, je mehr KP, je weniger KP ich habe, desto stärker werde ich, ne? Nehme ich Klamotten hier von Son Goku's Training bei Muten Roshi. Sehr schön. Ich werde wahrscheinlich sehr viele Anspielungen hier sehen in dem Spiel. Na gut, ich sagen, den Part können wir auch dann so gut wie beenden. Und mach ich hab schon wieder verlaufen. Ausrufezeichen, warte mal. Das ist was Wichtiges. Hier dieses Schild oder was? Ja. Okay, anscheinend nicht.
Das ist die Nachrichtentafel. Hier findest du Bestenlisten und andere Benachrichtigungen, aber momentan kannst du ja nichts sehen. Entweder weil ich noch nicht so weit bin oder weil ich noch nicht online bin, ne? Aber ich kämpfe doch jetzt nicht schon online, hallo? Oder war das angefangen? Ach, da ist er, okay. Oder? Ja. Oh, du willst irgendwas. So sieht's episch aus. Hey Kumpel, harte Arbeit als Zeitsoldat. Bist du ein Neuling? Hier ist ein Zeichen meiner Freundschaft. Ich passe immer auf dich auf. Und von nun an viel Glück. Das folgende ist halt eine Energiekapsel S. Okay, das mal so nach Heilkapsel nehme ich an, ne? Cool. Ja, mal zu Trunks und weiß nicht. Wenn ein Part hier, ne? Ja, würde ich sagen. Okay. Dann. Warte, ich muss mal gucken. Wie groß bin ich im Vergleich zu dir? Ich bin ein bisschen kleiner. Kann ich mit leben. Na gut, dann würde ich sagen, ich beende die Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Ja, das war mein Stuhl, ich weiß.